Hallo ihr Lieben, ich habe euch noch versprochen, dass ich euch heute noch zwei Videos da lasse. Das erste Video dreht sich um die Gilding Flakes, weil man damit echt ganz, ganz tolle Sachen machen kann. Man kann die auf den verschiedensten Materialien aufbringen. Das ist echt richtig toll. Man muss nur wissen, wie und was man alles dazu braucht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch das jetzt auf jeden Fall nochmal, bevor ich in den Urlaub verschwinde. Es ist so, ihr habt die Farben einfach erst einmal das Gold, dann haben wir, ich sage immer Kupfer dazu, und dann haben wir natürlich noch das Silber. Ich finde alle drei Farben toll, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ihr schaut einfach, was euch so gefällt oder ob das überhaupt für euch was ist. Es gibt Mädels, die mögen das nicht, wenn man dann so ein bisschen Goldglitzer an den Händen hat. Das kann man aber gut mit dem Wasser abwischen. So. Wir brauchen dafür den Nuvo Glue Pen. Den gibt es einmal mit einer dicken Spitze und einmal mit einer dünneren Spitze. Bei der dünneren Spitze ist es so, da kann man punktuell Flakes aufbringen und hier kann man richtig schön ein Papier damit anstreichen. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einmal zusammen. So, das heißt, ich mache das grundsätzlich immer so, dass ich mir ein großes 30x30 Hausmarkenpapier von Kreativdepot schnapp und das immer komplett einpinsel. Und dann mir die Sachen ausstanz, die ich halt gerade brauche. Das sehen wir jetzt hier doll gut an dem Restestück. Und ihr seht, solche kleinen Restestücke hebe ich immer auf, weil das kann ich auf alle Fälle noch zum Ausstanzen verwenden. Na, ich habe diese Flakes hier auf meiner Box verwendet. Und zwar bei den Ästen und bei dem Blatt für den Apfel. Und da habe ich das auch dann kurz trocknen lassen und dann einfach durch die Maschine mit durchgekurbelt. Und das ist eigentlich wirklich super. So, das heißt, wir machen das jetzt einfach mal zusammen. Jetzt hält es wieder nicht. Doch, jetzt. So. Das heißt, wir brauchen so einen Schaber. Das sind unsere Teflon-Schaber. Den gibt es auch im Shop von Kreativdepot. Aber ihr könnt natürlich das verwenden, was ihr da habt. Den kleinen brauchen wir nicht. Wir brauchen den großen und den können wir jetzt nochmal shaken. Wir schütteln den jetzt einfach mal ganz kurz. Und dann gehe ich auf das Papier, tue ein paar Mal pumpen und bestreiche wahllos das ganze Papier. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ey Steffi, du hast ja da Lücken. Meine Lücken sind mit Absicht, weil ich mag das, wenn die ausgestanzten Teile nicht komplett mit Gold überzogen sind. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ihr könnt natürlich auch Stanzteile erst stanzen und dann mit Goldflakes bepinseln. Das ist aber was ich nicht mag, weil das hält mich auf und das nervt mich dann irgendwie immer. So, jetzt Vorsicht. Nicht pusten, nicht niesen, Fenster zu, vorsichtig schnaufen, gell? Sonst sind alle Flakes verteilt. Die Kinder müssen ganz weit wegbleiben. So, und jetzt halt vorsichtig, ne? Weil sonst haben wir die überall. Und das wollen wir natürlich nicht. Und ihr wollt es auch nicht. Und ich weiß, dass das nicht jeder mag mit den Flakes. Aber ich finde den Effekt von Weihnachten so mega. So. Wir verstreichen diese ganzen Flakes jetzt über. Ich muss aufpassen, nicht so atmen, du so blöd. Über dem ganzen Papier. Ich gehe mal ein wenig weiter weg mit meinem Mund. So. Und ihr sammelt jetzt einfach den Rest wieder ein. Und so eine Dose, sage ich euch ganz ehrlich, die hält ewig. So. Und jetzt geht's los. Wir haben das jetzt da drauf. Jetzt schnappt ihr euch unseren Levi, bitte keinen Wind machen. Und dann kratzt ihr das runter, was zu viel ist. Und Etzertla, du mir vorsichtig unser Blatt heben. Und schütteln das, was wir nicht brauchen, runter. So.
So, das Grobe, was wir jetzt von dem Blatt runter haben, das kann jetzt gleich wieder in meine Dose rein. So, das schnappen wir uns in die Dose. Levi, nicht rennen. Danke. So, dann lege ich mir das wieder daher und jetzt streifen wir den Rest darunter. Ich mache das mit dem nochmal fest. Und dann nehme ich meine Hand und ihr streicht es jetzt runter von dem Papier. Und ihr seht, das wird eine ganz tolle, saubere Fläche. Wieder vorsichtig mit dem Atmen. So, und wieder nehmt ihr euch das. So, ordnet mal. Und ich heb diese ganzen kleinen Krümel wieder auf, gell? Ich tue die wieder in die Dose zurück. So, ich muss wieder vorsichtig sein mit dem Schnaufen. Und jetzt schiebe ich das einfach in meine Dose zurück. Und den Rest, was ihr da übrig habt, den könnt ihr einfach mit dem Staubi oder mit einem Tuch wieder einsammeln. Und natürlich wegschmeißen. So. Zumachen. Jetzt lege ich mir das nochmal daher und gehe nochmal mit der flachen Hand drüber, dass auch alles runder ist, weil ich nicht will, dass irgendwelche Krümel auf meinen Projekten sind. Also das funktioniert super. Ich schnappe mir jetzt die Feuchttücher und befreie meinen Tisch, weil an den Feuchttüchern das bombenmäßig dran hängen bleibt. Also das ist super. Und den Rest, weil ich jetzt vielleicht auf dem Boden oder wo ihr auch immer gearbeitet habt, eure Finger gehen super mit dem Feuchttuch sauber. So. Und fertig ist mein Blatt, mit dem ich jetzt halt ganz tolle Sachen ausstanzen kann. Und das ist echt eine coole Sache. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, meldet euch einfach.